Au! Haup! Im Februar sind so viele Alben rausgekommen, dass ich gar nicht groß Zeit verlieren will. Kurz nochmal zum Format. Ich rate fix alle Alben durch, die so rausgekommen sind. Und dann gehe ich auf meine persönliche Top 5 nochmal ein bisschen detaillierter ein. Alles klar? Okay, let's go. Hier kurz der Überblick aller Alben, die so rausgekommen sind. Zum Donuts-Album muss ich sagen, ich finde das Album musikalisch sehr gut, aber lyrisch ist es größtenteils nicht so meins. Es gibt eigentlich kaum Hymnen auf dem Album. Solange wir uns haben, ist noch am ehesten eine. An das englische Zeug sind sie meiner Meinung nach sowieso nie wieder rangekommen. Das Album ist hörbar, aber ich persönlich finde es nicht großartig leider. Schrottgrenze habe ich Punk erwartet und German Pop bekommen. Nicht schlecht, aber es ist mir ein bisschen zu simpel. Bürokratie ist definitiv das beste Lied hier. ZSK mit Hassliebe erfinden den Punk nicht neu. Es ist ein solides Album für das Genre, aber es revolutioniert jetzt nichts in irgendeiner Weise. Der Titeltrack Hassliebe ist aber sehr stark. Pierce the Veil haben eine richtig geile Rockscheibe rausgebracht. Das ist eine klare Hörempfehlung für euch. Die sind nur ganz knapp an den Top 5 vorbeigeschlittert, weswegen ich hier nicht so genau drauf eingehen werde. So Far So Fake ist aber ein übelst geiler Track. Generell, das Album ist wirklich richtig gut. Hört mal rein. Das neue Pink-Album Trust Fall ist echt scheiße. Pink hat echt mal geile Mucke gemacht, aber das Album ist gar nicht meins. Erinnert mich ein bisschen an Helene Fischer und das zu sagen tut wirklich weh. Hate Me ist für mich der einzig hörbare Song auf dem Album. Dafür würde ich live sogar ein Pit aufmachen, sonst ist das Album nichts für mich. Wie oft habt ihr euch eigentlich in den vergangenen Jahren gefragt, was macht eigentlich Skrillex? Nun, er macht keinen Dubstep mehr. Nach 9 Jahren hat er direkt mal 2 Alben rausgehauen, innerhalb von 24 Stunden. Und kann man sich anhören. Definitiv nicht mehr 2013 Skrillex mit teilweise chillige Elektromusik. Sehr hörbar. Im Gegensatz zu der neuen Flume-Platte. Wie das Cover schon vermuten lässt, hat er da einfach mehr oder minder fertige Songs genommen und zusammengesammelt und veröffentlicht. Teilweise wirken die aber ganz schön unfertig. Die Pferdelunge des deutschen Hip-Hop, Kool Savas, hat mal wieder bös abgeliefert. Ist auf Platz 4 der Charts eingestiegen. Es ist einfach krank, was der Typ immer noch drauf hat nach all den Jahren. Zum Menosmos-Album muss ich sagen, Beats sind wirklich geisteskrank. Also die sind sehr geil, die Texte sind mir aber ein bisschen zu stumpf. Es gibt dahingehend wenig Weiterentwicklung. Es geht viel um Ficken, Mütter, was auch immer. Womit ich per se kein Problem habe, aber wenn jedes Lied darum geht, wird es dann doch ein bisschen einseitig. Die Features sind absolut perfekt. Es gibt ein Moneyboy-Feature, Karate Andy und Nico KZ. Die zünden alle ordentlich. Das Gorillaz-Album ist sehr divers, wie immer. Es ist eine sehr schöne Platte, aber mir persönlich sind nur wenige Songs jetzt wirklich hängen geblieben. Skinny Ape ist für mich da auf jeden Fall noch herausstechend mit diesem harten Pogo-Part am Ende, der live bestimmt super geil ist. Trotzdem eines der Alben, wo ich ziemlich sicher bin, dass ich sie relativ oft anhören werde, im Gegensatz zu anderen, die hier im Ranking auftauchen. Zum Beispiel Tilo. Es ist so ein Meh-Album. Drogen, Modemarken, Weiber, hat man alles irgendwie gehört, auch wenn die zweite Hälfte des Albums ein bisschen Abwechslung reinbringt, zumindest soundtechnisch. Inhaltlich ist es alles so, keine Ahnung. Dasselbe gilt für Longos Mongos von BHZ. Es ist definitiv besser als Madeira Madness, was vor 4 Monaten rauskam. Ich würde mir bei den Jungs manchmal einfach wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen, um die Songs ein bisschen aufs nächste Level zu heben, anstatt alles direkt rauszuballern und ein Release nach dem anderen zu haben. Weil die Ansätze sind geil und es sind auch ein paar sehr geile Nummern dabei, zum Beispiel Unsere Stadt ist ein absolutes Brett. Naja. Zum Shame-Album muss ich sagen, dass es mir persönlich ein bisschen zu verkünstelt ist. Wer Shame nicht kennt, es ist wie Idols, nur ein bisschen ruhiger. Wer Idols nicht kennt, Gott, ich kenne mich mit Genres leider nicht so gut aus. Welches Genre ich aber relativ gut kennt, ist Punk. Und da fällt auf jeden Fall das neue Team Scheiße Album rein. Es ist Punk in absolut jeder Hinsicht. Witziger Oldschool Punk Sound mit paar lustigen Stellen. Klingt sehr nach 80er, 90er Jahre. Hat auf jeden Fall was, aber auch leider nicht in der Top 5 zu finden. Bevor wir zur Top 5 kommen, würde ich euch gerne mal bitten, hier ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um einfach gegen den Algorithmus ein bisschen zu helfen. Zuschauerzahlen auf diese Videos sind nicht so hoch. Ich persönlich mache die Videos aber sehr gerne und wenn ihr sie mögt, bitte mal auf den Daumen klicken, würde mir helfen. Vielen Dank. Okay, kommen wir zur Top 5.
Psych, doch noch nicht. Wir müssen erst noch über das neue Paramore-Album reden. Es ist nicht in meiner Top 5 gelandet, aber wir müssen trotzdem drüber reden. Wer das Album angehört hat, hat sich beim Opener wahrscheinlich auch ein bisschen gewundert. Es ist definitiv anders als das, was alle so erwartet haben. Aber das macht nach so langer Zeit schon auch irgendwie Sinn in meinen Augen. Und es funktioniert auch. Das ganze Album klingt nicht unbedingt nach gewohnten Paramore, aber wenn man genauer hinhört, kann man da schon Referenzen erkennen. The News klingt zum Beispiel absolut nach Oldschool Paramore. Die Soundeffekte auf Running Out of Time klingt auf jeden Fall danach, als hätte die Band im Studio richtig Spaß gehabt. Liar ist einfach nur ein wunderschönes Lied und leitet den ruhigen Schluss des Albums ein. So, die letzten drei Lieder sind alle sehr, sehr ruhig. Insgesamt ist das Album kein Callback zu den guten alten Paramore-Zeiten, nach denen ich mich manchmal auch ein bisschen zurücksehe. Aber es ist ein sehr solides Album. Hörempfehlung aus dem Album ist auf jeden Fall Figure 8 oder The News. Beide geil. Okay, jetzt aber zur Top 5. Metal, Leute! Alter Schwede, das neue In Flames Album ballert ordentlich. Das Intro ist sehr geil und relativ ruhig und dann metert es einfach nur komplett los. Meet Your Maker springt einem einfach frontal in die Fresse. Bleeding Out ist eine sehr harmonische Metal-Hymne. Die Akustikgitarren sind der absolute Hammer und danach ballert das Ding auch komplett los. Great Deceiver, auch absolutes Brett. Es gibt so interessante, mittelalterlich anmaßende Gitarreneinschübe, die ich sehr mag, die sich so durch das komplette Album ziehen. Ich finde das Album sehr stark. Gutes Metal-Album, metert ordentlich los, gute Texte, geile Riffs, nichts zu meckern. Hört euch In The Dark an. Ich hab viel erzählt schon in Fragmenten, aber heute setz ich alle meine Leichen aus dem Keller um den Tisch. Nach der letzten Zeile von dem Song hier kannst du sagen, diese schnell durchgerappten paar Minuten, das bin ich. Prinz P hat ein neues Album rausgebracht. Ups. Der Opener S1E1 oder S1E1, also Season 1, Episode 1, ist ein perfekter Einstieg für alle, die Prinz P nicht kennen sollten, auch wenn das, glaube ich, nur sehr schwer möglich ist, vor allem in unserer Generation. Auf dem Album gibt es ein Feature mit 1968 und es ist sehr schön, ihn mal über was anderes rappen zu hören als über Breakups. Telegram-Gruppe ist wie die Fortsetzung von Schornstein, von Prinz P, wer das Lied kennt. Aber es ist nicht nur gegen Waffen, sondern eigentlich gegen alle Vollidioten, die es so gibt. Sehr geiles Lied, was soll man sagen? Der Titelsong ADHS ist nicht nur meine Hörempfehlung von dem Album für euch, sondern beschreibt auch den Teufelskreis des Kapitalismus und von Suchtverhalten, in dem sich manche Leute befinden, also ADHS und Reich. Lyrisch also ungefähr das, was man vom Nietzsche des Rap erwarten darf. Es sind gleichzeitig auch meine Hörempfehlungen für euch, weil die beiden Songs einfach nur absolut geil sind. Und der Closer 1995 ist quasi einmal Prinz P's Geschichte im Schnelldurchlauf und hat mir beim ersten Mal anhören wirklich eine Gänsehaut gegeben. Das Album insgesamt ist relativ chillig, die Beats sind eher ruhig, also es ist jetzt nichts dabei, wo es so richtig auf die Fresse geht. Sehr intelligent, wie gewohnt, muss man sagen. Einfach ein sehr geiles Album. Also ich habe es mir schon mehrmals angehört. Klare Hörempfehlung. Essen raucht mein Opa 40 Kippen, jeden Tag ist immer nur am Trinken und der drückt sich abends Heroin. Wir rühren uns vom Fleck, ja, wir sind dann mal weg. Du fragst, wann geht's los? Jetzt. Nach den ersten Singles war ich auf das neue Deichkind-Album doch schon sehr dolle gehypt. Aber beim ersten Mal durchhören war es mir teilweise doch ein bisschen zu krass. Lieder wie Kids in meinem Alter oder Nummer sicher sind definitiv nichts für die Playlist, zumindest nicht für meine. Aber nach mehrfachem Hören gefällt es mir doch ganz gut. Delle am Helm klingt einfach nach guten alten Befehl von ganz unten Zeiten. Geradeaus ist ein absoluter Ohrwurm und Pokis Partnerin ist einfach nur Weltklasse. Der Beat von Fede Verpennt ist einfach nur brutal. Der Text ist mir leider ein bisschen zu anstrengend. In der Natur ist einfach als Gesamtheit betrachtet ein absolutes Meisterwerk mit dem Video dazu, wie man das von Deichkind ja mittlerweile eigentlich auch nicht mehr anders kennt. Im Bentley wird geweint, ist aber mein absolutes Highlight. Clouseau Feature. Und Clouseau wieder rappen zu hören, das war so ein richtiger Callback an meine Kindheit. Ich liebe Clouseau als Rapper, mittlerweile seine Musik, nee. Aber auf dem Track hat es wirklich richtig gut getan, ihn rappen zu hören. Clouseau hätte auch ein gutes Mitglied von Deichkind werden können. Merkst du selber, ist so ein bisschen das leider geil des Albums. Woodboy wird live
ein absolut brutales Lied. Wenn ihr die Singles alle schon gehört habt, dann ist das meine Hörempfehlung für euch. Mehr davon war für mich persönlich eine sehr große Überraschung, der sich vorher mit der Tracklist nicht so auseinandergesetzt hat, denn es gibt ein fettes Brot-Feature, die sich ja nach ihrer Tour im Sommer auflösen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dem Abschiedskonzert von Fettes Brot in Hamburg Deichkind auf jeden Fall da sein werden und das Lied gespielt wird und das wird, glaube ich, mein Hip-Hop-Moment des Jahres. Der Closer, wie denn, ist dann so ein bisschen Oldschool, Deichkind, Hip-Hop, leicht beschwingt, sehr, sehr angenehmer Abschluss. Ist insgesamt nicht mein Lieblingsalbum der Truppe, aber es ist definitiv weird, kreativ und sehr abwechslungsreich, wie man das von Deichkind eigentlich gewohnt ist. Leider geil. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach Lob. Bin ausgeschlafen und eins vorweg, das Album ist krank. Es gibt mir Trettmann-Vibes, Peter Fox-Vibes und Billie Eilish-Vibes, alles in einem. Die bekannten Banger wie Ich hasse dich und Wildberry Lillet sind auch mit drauf. Aber das Album kann weit mehr als nur diese Single-Auskopplungen, die man ja jetzt mittlerweile schon eine Weile lang kennt. Es funktioniert auch als Gesamtkonzept wirklich richtig gut. Sakura klingt musikalisch verdächtig nach dem DXX-Intro. Das Feature mit Provinz ist eine super geile Reggae-Nummer. Es gibt 16 Tracks, was für ein Debütalbum auch wirklich sehr stark ist. Ist es das Album des Jahres? Ich habe, bevor es rauskam, fest damit gerechnet, dass es das Album des Jahres wird. Und für manche Leute wird es das definitiv auch sein. Der Hype ist leider real und ich hoffe, dass Nina Chuba wirklich ein bisschen auf sich aufpasst und sich mit Menschen umgibt, die ihr gut tun und sie nicht an diesem Erfolg kaputt geht. Sie beschreibt auch den Struggle mit diesem Erfolg und diesem ganzen Druck ein bisschen auf dem Closer, alles gleich. Was meiner Meinung nach ein sehr schöner Abschluss für dieses Album ist, weil es einen so ein bisschen runterholt und mir gibt es so das Gefühl, dass sie weiß, in welcher Situation sie sich befindet und sehr gut damit umgeht. Und das freut mich sehr und ich hoffe, dass es so bleibt. Meine Hörempfehlung von dem Album ist Glatteis, aber ihr könnt euch das ganze Album wirklich super gut geben. Es ist mega geworden. It's like, oh shit, what the fuck's up, what the fuck's up, what the fuck's up. Abschließend haben wir Watzki. Und das Album wurde eine Woche vor Release angekündigt. Und es ist das dritte Album einer Album-Trilogie und ist auch das beste Album dieser. Ich liebe, dass im Opener alle Mitwirkenden vorgestellt werden. Es gibt nämlich auch ein paar Features auf dem Album. Watzki selber packt wieder mal geisteskranke Flows auf. Schon eher ein Feelgood-Album. Die wichtigen Fragen des Lebens werden auf Paper Nihilist gestellt. Außer Closer.xxx fühle ich absolut jeden Song davon. Es sind auch nur 9 Stück. Wobei es anscheinend noch mehr gibt. Denn ein paar Tage nach Release hat der gute Watzki eine Website gelauncht, wo er erklärt, dass es noch 9 weitere Tracks gibt, die ich persönlich leider noch nicht gehört habe, weil es ist so eine Art Rätsel oder Puzzle oder keine Ahnung. Und ich hatte leider noch nicht so viel Zeit, mich näher damit auseinanderzusetzen. Wenn ihr was wisst, bitte, bitte helft mir, weil wenn die Songs annähernd so geil sind wie der Rest des Albums, ich muss sie hören. Insgesamt, ich muss sagen, dass diese komplette Idee dieser Trilogie, dieses Artwork super kreativ ist, wie diese Wörter da so ineinander passen. Es ist großartig. Ich liebe es, wenn Künstlerinnen nicht einfach jeden Müll releasen, sondern wirklich ihr Herz und ihre Seele da reinstecken und sich Gedanken machen, wie man das einfach künstlerisch in Szene setzen kann. Hut ab, Watzki. Definitiv absolut geiles Album. Wenn ihr den Künstler insgesamt noch nicht kennt, solltet ihr dringend mal auschecken. Meine Hörempfehlung von dem Album ist oh shit. Puh. Das war eine Menge Musik im Februar. Hier ist nochmal meine Top 5 als Übersicht. Welches war euer Highlight im Februar? Habe ich irgendein Album vergessen? Bitte schreibt mir alles in die Kommentare. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne mal ein Like da. Es würde mir sehr helfen im Kampf gegen den bösen YouTube-Algorithmus. Checkt auch gerne mal meine anderen Videos aus. Zum Beispiel die Open Flare Review. Die ist sehr geil geworden. Liebe Grüße aus Kanada. Und abonniert den Pit Report, wenn ihr weitere News, Reviews und Berichte aus der Live-Branche nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns im Pit. Oh.